Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, und zwar geht es hier um Teil 2 des Media Shop. Heute habe ich ausprobiert den Renovator Paint Runner Pro, und zwar ist es ja Versprechen: Streichen Sie eine Wand in nur 5 Minuten und einen Raum in nur 20 Minuten. Was das ganze Ding kann, wie der Lieferumfang aussieht und ja auch das Ergebnis und das Fazit zum Schluss, alles das seht ihr nach meinem Intro. Das hier gezeigte Set besteht aus dem Paint Runner Pro. Das ist die große Rolle. Dafür hat man noch eine Ablagefläche. Die wird hier beworben mit gratis, aber muss auch zwingend vorhanden sein, denn wo will man das ganze Ding ablegen? Dann gibt es eine Kanne zum einfachen Befüllen. Die wird hier auch mit gratis angegeben. Dann noch einen Eckenstreicher und einen Kantenroller. Das Besondere an dem ganzen System ist der integrierte, wiederbefüllbare Tank. Damit soll man ein tropfenfreies Streichen erreichen können. Das Fassungsvermögen beträgt bis zu einem Liter. Ich habe das Ganze mit zwei Farben ausprobiert. Und zwar einmal war das die Farbe Dekoral. Die ist etwas teurer im Baumarkt erhältlich. Und dann habe ich eine günstige Version von Thom Baumarkt, war es, glaube ich, und zwar die Marke Baufix. Beides hat sich gut streichen lassen. Auch der kleine Kantenroller kann befüllt werden. Da muss man allerdings aufpassen, die Öffnung ist ziemlich klein. Der kleine Verschluss hat praktisch eine kleine Verriegelung. Man muss dann in dem Uhrzeigersinn drehen und dann kann man das Ganze wieder verriegeln. Bei mir hat sich während dem Gebrauch auch nichts gelöst. Das Versprechen, mit dem Eckenstreicher präzise bis in den kleinsten Winkel streichen zu können, hat sich bei mir nicht so gut verhalten. Ich habe die Spitze in die Farbe reingetunkt und konnte damit schön in die Ecken reinziehen, auch wenn jetzt Acryl gespritzt worden war. Aber das komplette Teil hat sich nicht so gut auf dem Untergrund bewegt. Also wenn man es jetzt komplett in eine Ecke reingezogen hat, und dann war hier so eine Eckenrolle auch die bessere Alternative. Hier jetzt nochmal die Verpackung aufgedruckt mit dem, was drin ist. Einfach die Ablage der Behälter. Den habe ich jetzt schon mit knapp einem Liter Farbe aufgefüllt. Dann hat man den Kantenroller und den Eckenstreicher sowie den großen Paint Runner Pro. Was noch mit dabei ist, ist ein kleines Plastikteil. Es wurde ja in der Werbung auch gesagt, man kann einen ganz normalen Besenstiel benutzen. Wenn man demnach etwas Dünneres hat, kann man das hier als Adapter nutzen. Bei mir hat es mit meinem Stiel problemlos gepasst und ich hatte hier keine Probleme und musste auch den Adapter nicht einsetzen. Zum Befüllen muss man einfach den oberen Deckel abmachen. Der geht schon recht schwer auf und auch wieder zu, aber hält dann auch während dem Streichen bombenfest. Mit dem Behälter das Einfüllen, da muss man ein bisschen langsam machen. Hier sieht man schon, hätte ich fast alles daneben gekippt. Also der Ausgießer ist nicht so berauschend. Und außerdem drückt sich dann im oberen Bereich der Behälter schon stark zusammen. Also hier so ein kleiner Henkel auf der Rückseite wäre dann doch von Vorteil gewesen. Da hat man einfach eine bessere Kontrolle beim Einkippen und es geht nichts daneben. Aber wie schon erwähnt, eine Unterlage ist wichtig, denn hier kann auch mal was daneben gehen. Zum Schluss einfach den Deckel wieder drauf machen. Ich habe das auf die Ablagefläche gestellt und habe dann mit schönem Druck das Ganze wieder festgemacht. Danach muss man natürlich das Ganze auf Zeitungspapier mindestens 2 Minuten ausrollen. Mir war das ein bisschen zu doof. Ich habe dann mit Wasser einfach den Schwamm ein bisschen aufsaugen lassen und habe ihn wieder trocken gerieben sozusagen und habe das Ganze dann an der Wand probiert. Und dann hat man halt am Anfang so etwas dünnere Farbe, aber man spart sich das mühselige an der Wand auf dem Papier rumreiben und rumrollen. Und jetzt sieht man hier, das ist der Anfang. Da habe ich praktisch jetzt die Rolle benutzt ganz am Anfang und da sieht man, da kommt dann spärlich die Farbe raus. Das wurde dann mit jedem Hoch und Runter immer besser und hat dann auch ein gutes Ergebnis erzeugt. Am Anfang hat mich das Gewicht ein bisschen
gestört, weil ich auch ein bisschen zu sehr gedrückt hatte, weil ich gedacht habe, nur mit Druck geht die Farbe raus. Aber ein bisschen später habe ich dann gemerkt, dass man überhaupt gar nicht so fest drücken muss. Und wenn man eine Stielverlängerung hat, dann ist es natürlich umso leichter. Den Kantenroller habe ich dann auch gleich mal benutzt. Hier hat man so eine kleine Verschlusskappe, die muss man gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Dann kann man das Ganze wie den großen Paint Runner Pro auch befüllen. Hier muss man ein bisschen mehr aufpassen, weil es halt ein kleineres Loch ist und es passt auch nicht so viel rein. Aber bei mir hat es ganz gut geklappt. Hier wäre vielleicht noch so eine kleine, so ein kleiner Aufnahmeständer hilfreich gewesen, wo man das ganze Ding einhängen kann. Aber es hat hier auch gut funktioniert. Zum Verschließen macht man dann gerade den Deckel wieder drauf, ja, und dreht es mit dem Uhrzeigersinn fest. Und dann muss man genau dasselbe Prozedere dann auch machen, und zwar die ganze Zeit auf einer alten Zeitung oder auf einem Stück Papier oder halt dann optional auch an der Wand wieder hin und her rollen, damit sich dann irgendwann die Farbe rausdrückt. Man sollte auch darauf achten, dass der Untergrund, wo man jetzt abrollt, sauber ist, sonst tut man sich den ganzen Schmutz hier mit reinziehen. Und das ist auch der klare Vorteil, dass die Farbe von innen kommt, weil man hat ja des Öfteren bei diesen alten Eimern die getrocknete Farbe dann mit im Behälter gehabt und hat sich das dann mit der Rolle auf die Wand gezogen. Das passiert jetzt bei dem nicht, aber man muss halt, wie gesagt, darauf achten, dass man auf einer sauberen Unterlage das Ganze abrollt. Was ich gemerkt habe mit der Zeit, wenn man hier nur mit der Zeitung arbeitet, dann fängt das ganze Zeug an zu kleben. Das heißt, die Farbe saugt die Zeitung an und dann hat man nicht so viel Spaß. Wenn man durchweg am Streichen ist, hat sich das Problem sowieso erledigt, weil dann dauerhaft Farbe drin ist und dann ist es kein Problem. Von der Anwendung her habe ich jetzt auch wieder hier ein bisschen probieren müssen, bis die Farbe richtig gedeckt hat. Ganz unten auf dem Laminat war es eine schöne Sache, weil man hat also nicht Gefahr gelaufen, dass man mit der Rolle ganz auf den Boden kommt, und das Ergebnis war hier zufriedenstellend. Man kann zusätzlich noch irgendwas dagegen schieben oder auch unten abkleben, aber in meinem Fall hatte ich keine Spritzer oder keine Abdrücke auf dem Laminat unten. Und man muss hier halt auch wirklich aufpassen. Teilweise hat sich dieser Plastikrand hier ein bisschen mit Farbe benetzt. Und besonders wenn man dann zwei unterschiedliche kontrastreiche Farben hat, dann kann es sein, dass man dann halt auf der anderen Wand etwas dreckig macht oder dann halt auch seine Spuren hinterlässt. Mit dem kleinen Teil habe ich ja schon am Anfang erwähnt, habe ich es probiert, ganz rein tunken. Es hat sich nicht so leicht entlang ziehen können, aber mit der Spitze habe ich gute Ergebnisse gehabt, einfach reingetunkt und ein bisschen in die Ecken, das war ganz gut. We'll be right back.
Ja, bei der Reinigung habe ich mich auch gefragt, geht es schneller oder dauert es genauso lang im Vergleich zu der ganz normalen Rolle? Ich habe jetzt natürlich hier keine große gehabt, aber ich habe dann schon gemerkt, dass man auch das komplette Ding zerlegen kann, wenn man auf der gegenüberliegenden Seite, also wo nicht dieser Einfüllknopf ist, das Ganze nochmal abzieht, da ist genau auch so eine Steckverbindung und da kann man die komplette Rolle auch auseinanderbauen und hat dann praktisch nur diesen Schaumstoff in der Hand. Das Ganze geht ein bisschen schwer, also ich musste hier mit dem Messer hebeln und konnte dann diesen kompletten Griff außenrum abmachen und auch schön jede Ecke reinigen. Also im Prinzip verhält sich es wie eine ganz normale Rolle, wo ich einfach die Rolle vom Stiel lösen kann. Das ist hier dann auch ganz praktisch gelöst. Hier habe ich immer ein bisschen warmes Wasser reinlaufen lassen und habe dann von außen mit der Hand einfach abgestreift. Also ich habe jetzt hier keine klaren Vorteile gegenüber der normalen Rolle gesehen oder auch gemerkt. Man hat genauso ein dreckiges Waschbecken und der Schwamm ließ sich aber ganz gut ausdrücken zum Schluss. Das heißt, die Farbe ist restlos rausgegangen. Man muss das ja bei der Rolle auch recht gründlich machen, damit man hier diese Farbe nicht hängen hat. Ich denke mal, auch durch das dunkle Material sieht man dann auch nicht so sehr die Farben wie Rot, Blau, Gelb etc. Aber das wird sich dann noch herausstellen. Aber so war die Reinigung kein Problem. Auch die ganzen kleinen Kunststoffteile ließen sich gut reinigen. Da hat man die Farbe gut abbekommen. Ja, im Inneren hat sich ein bisschen was abgesetzt an Farbe. Da habe ich dann hier nochmal ausgeschüttet. Aber dadurch, dass dann unten das Wasser gleich wieder rausschießt, ist es nicht so von Vorteil gewesen. Ich denke mal, wenn man das Ganze noch ein bisschen einweicht und einfach mit lauwarmem Wasser ins Waschbecken oder in den Eimer reinlegt, und dann kann man hier auch das Ganze ein bisschen einfacher, ohne die große Wasserverschwendung, sauber machen. Ja, zum Schluss habe ich dann gerade noch mal ein bisschen Wasser drüber laufen lassen und dann kann man das ganze Ding ordentlich auswringen und ja, noch mal abtrocknen und kann sich das Ganze dann einfach auf die Seite stellen. Ja, bei meinem Fazit über den Paint Runner Pro kann ich sagen, positiv ist eine gleichmäßige Farbabgabe, ein gleichmäßiges Rollbild, eine bequeme Handhabung und es muss nicht fest aufgedrückt werden. Negative Sachen habe ich jetzt so direkt nicht gemerkt. Bei dem Kantenroller hatte ich auch eine gleichmäßige Farbabgabe und auch das Rollbild war zufriedenstellend, aber er geht nicht komplett in die Ecken rein und der Kunststoffschutz ist leicht verschmutzt. Also da muss man schon darauf achten, dass man den des Öfteren dann sauber macht. Der Eckenstreicher nimmt sehr gut Farbe auf, also der Schwamm saugt sich richtig voll, aber hier lässt sich nur die Spitze gut verwenden. Das komplette Teil rutscht einfach nicht gut auf dem Untergrund und deswegen die Spitze ist zu empfehlen, das komplette Teil eher nicht. Der Behälter zum Einfüllen ist okay, es vereinfacht das Einfüllen und dadurch hat man keine Überfüllung, weil ja nur 1 Liter reinpasst. Allerdings ist er voll befüllt, sehr instabil und der Ausguss läuft auch schnell über, wenn man das ganze Ding zu schnell bewegt. Für mich würde ich sagen, ist das ganze Ding nützlich für Hobbyhandwerker. Wenn man Decken streichen möchte, vereinfacht das ein Vielfaches. Ja, und für kleinere bis mittlere Streicharbeiten kann man das auf jeden Fall verwenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen und auch über neue Abonnenten. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.